Und damit wieder mal herzlich willkommen zum Kapitel 103.8. Heute geht es um grundlegendes Editieren von Dateien mit dem VI-Editor, könnte man noch dahinter schreiben. Erstmal ein bisschen was Allgemeines. Im Allgemeinen geht es bei dem VI, übrigens für visuell steht das, ist der Nachfolger von dem ED. Das mit dem Nachfolger ist gleich wieder in Anführungsstriche zu setzen, da gibt es, je nachdem welche Quelle man sieht, gibt es da unterschiedliche Ausführungen, aber da es nicht prüfungsrelevant ist, können wir auch einfach sagen, okay, gut, wir glauben, es ist der Nachfolger von ED und gut ist. Das ist in der Prüfung nicht wichtig, nur dass ihr das schon mal gewusst habt. Derivate von VI sind zum Beispiel Vim, das ist das, was wohl die meisten von euch nutzen, Elvis oder auch Wiele oder Weil, Wiel, ich weiß nicht hundertprozentig, wie es ausgesprochen wird. Ich muss ja gestehen, Elvis und Weil oder Wiel oder wie auch immer, nutze ich persönlich auch nicht. Vim nutze ich ab und zu mal, wobei mein Favorit immer noch der Nano ist. VI kann gleichzeitig auch mehrere Dokumente öffnen, beispielsweise, hier unten sehen wir das, wie schön das funktioniert, VI, Datei 1, Datei 2, Datei 3 und so weiter und so fort. Navigieren funktioniert auch relativ einfach. Mit kleinem N kann man in die nächste Datei wechseln. Mit einem großen N wechselt man wieder in die Datei vorher. Eben weil man mehrere Dateien hintereinander geöffnet hat. So kann man halt hin und her blättern zwischen den einzelnen Dateien, die man damit geöffnet hat. Also VI auf jeden Fall ein Editor, der eigentlich überall auf dem Linux drauf ist. Wird jetzt oftmals durch Vim abgelöst. So ist es wie gesagt ein bisschen neueren. Aber VI ist prüfungsrelevant, nicht der Vim. Modis. Nach dem Start ist VI grundsätzlich im Kommandomodus. Der Kommandomodus ist der Modus, wo man zum Beispiel eine Suchfunktion nutzen kann, eine Löschfunktion nutzen kann, die Zwischenablage füllen oder auch natürlich was einfügen und so weiter und so fort. Wobei, einfügen, nicht falsch verstehen, es gibt noch den Einfügemodus, kommen wir gleich noch dazu. In diesem Modus kann nicht geschrieben werden. Das ist auch nochmal ganz wichtig, sieht man auch immer, dann ist an der Seite so ein kleines, ja, probiert das mal, öffnet mal eine Datei mit VI, dann seht ihr es ja standardmäßig, ist an der Seite dann alles schon so schön bunt markiert und unten ist dann die Eingabezeile, die auf irgendetwas wartet, was ihr damit jetzt vorhaben wollt. Der zweite Modus ist der Eingabemodus, deswegen, wie gesagt, einfügen, schwierig, durch Drücken von I auf der Tastatur, ne, wechselt man in den Eingabemodus, Insert I, Eingabemodus, so kann man sich's merken. Hier kann wie gewohnt ganz normal geschrieben werden. Ganz normal in Anführungsstrichen, denn wir haben noch ein paar andere Sachen. Mit dem großen I auf der Tastatur wechselt man an den Anfang des Eingabemodus, also Anfang des Zeile im Eingabemodus. Also anders. Ich muss das vielleicht anders ausdrücken. Wenn man im Kommandomodus ist, also man hat eine Datei mit VI geöffnet und drückt jetzt das kleine I, dann wechselt man in den Eingabemodus. Wenn man statt dem kleinen I ein großes I schreibt, dann wechselt man an den Anfang der Zeile in den Eingabemodus. Wenn man ein kleines A schreibt, dann wechselt man hinter die aktuelle Cursorposition in den Eingabemodus. Und bei einem großen A wechselt man am Ende der Zeile in den Eingabemodus. Ihr merkt schon, es geht wieder darauf hinaus, wir lernen jede Menge Buchstaben, groß und klein und unterschiedlich, einfach nur und jeder macht was anderes. Okay, ist leider so, aber wenn man das ein paar Mal probiert hat, ist das eigentlich auch wieder zu schnell drin. Nehmt den VI, erstellt damit ein paar Dateien, macht euch meinetwegen Logdateien auf, auch sehr spannend, irgendwelche größeren Monsterdateien, Config-Dateien von irgendwelchen Programmen und arbeitet mit VI die einfach mal durch. Macht euch eine Kopie davon, dann kann nichts passieren und wechselt da hin und her, macht mal einen Zeilenanfang, schreibt mal was rein, löscht wieder was raus und so weiter und so fort. Arbeitet einfach mal ein paar Stunden mit dem VI. Ist einfach so. Heute mal ein bisschen was, morgen, übermorgen und so weiter. Und das alles sitzt mit der Zeit. Das ist eigentlich nur eine Frage von Lernen. Also das kann man lernen, im Gegensatz zum letzten Video mit dem Regex. Okay. Das Beenden und Speichern mit dem VI. Nun, wenn ihr in dem Eingabemodus seid, dann könnt ihr mit Doppelpunkt W eine Datei speichern. Wenn sobald ihr den Doppelpunkt ausführt, dann seid ihr automatisch ganz unten in der letzten Zeile und habt ihr den Eingabemodus. Ne? Dann ganz, seht ihr sofort, wenn ihr Doppelpunkt W schreiben wollt, steht das dann unten da. W, wie gesagt, speichert nur die Datei, beendet sie noch nicht. Das W-Ausrufezeichen, das wird im Buch auch so hoch gelobt, hier fehlt mir persönlich ein bisschen der Anwendungszweck. W-Ausrufezeichen erzwingt das Speichern insofern möglich. Ja, das insofern möglich, genau das ist der springende Punkt, möchte ich kurz erklären. Wenn ich eine Datei öffne und diese verändere, dann gehe ich davon aus, ich habe auf der Datei Rechte, die zu lesen. Das Speichern passiert ja erst, oder das Schreiben passiert ja erst, wenn ich die Datei speichere. Wenn ich jetzt ein Nutzer bin und öffne gerade eine Datei, die ich nicht speichern oder verändern darf, weil mir die Rechte fehlen, dann nützt mir ja das Doppelpunkt W-Ausrufezeichen auch nichts.
Denn auch wenn ich versuche, das zu erzwingen, geht das nicht, weil ich die Rechte nicht habe. Also es funktioniert nicht. Und wenn ich's darf, na gut, dann reicht auch Venus W. Also wieder das W ohne das Ausrufezeichen. Also mir persönlich, ich wüsste jetzt wirklich, wir haben lange, das war auch eine Diskussion in unserer damaligen Ausbildung, wo ich das gemacht habe, wo wir das durchgegangen sind, da habe ich dieselbe Frage gestellt und wir sind dazu gekommen, wir nehmen es einfach so hin, dass es den Befehl gibt, aber so richtig Sinn macht er nicht. Denn entweder ich darf eine Datei speichern, dann reicht das W, oder ich darf es nicht, dann reicht auch das W-Ausrufezeichen nicht. Daher, warum gibt's das? Kann mir keiner sagen, wenn es einer von euch weiß. Da bin ich sehr spannend, ne? Ab in die Kommentare damit. Aber bitte nur, wenn ihr das wisst, nicht raten. Einfach mal ausprobieren, vielleicht kriegt ihr ja eine Situation hin, wo das W-Ausrufezeichen tatsächlich gebraucht wird. Gut, zum nächsten Punkt. WQ für Write und Quit. Eigentlich relativ simpel zu merken. Speichert die Datei und danach beendet sie genauso wieder. Ne? Das nur Q würde dann logischerweise nur beenden. Ach, steht auch nochmal ganz unten, genau. X ist übrigens das gleiche, nur als Abkürzung wie WQ. Das heißt speichern und beenden. Und ZZ ist ebenfalls das gleiche wie WQ. Was da alles Schönes gibt. Q, wie gesagt, ist das Beenden des Editors und Q Ausrufezeichen, das ist das Beenden des Editors ohne Speichern. Hier macht das Ausrufezeichen durchaus Sinn. Wenn ich sage Q Ausrufezeichen, ja, dann wird die Datei nicht gespeichert, falls ich auch so eine Änderung gemacht habe und nur beendet. Okay, hier macht das Ausrufezeichen Sinn. Bei dem W, es gibt diesen Parameter. Warum? Keine Ahnung, ist halt so. Hatte jemand Langeweile, schätze ich mal. Die Navigation bei VI. Nochmal, wir befinden uns im VI-Editor. Viele User oder viele Distributionen, heutige Systeme, wenn man VI einträgt, dann wird man automatisch auf den Vim umgeleitet. Bei Vim funktioniert die Cursor-Navigation ganz normal über die Pfeiltasten. Aber weil es das eben damals einfach schlicht und ergreifend noch nicht gab, hat man eben mit Buchstaben navigiert und konnte den Cursor dann über die Buchstaben hoch und runter, links und rechts und so weiter schieben. Deswegen gibt es diese ganzen Buchstaben mit Abkürzungen. Und aus dieser Zeit kommt eben VI noch und das geht bis heute noch. Dementsprechend nutzen wir hier auch die Buchstaben zum, ja, Navigieren. So, da haben wir erstmal H, J, K und L. Wenn ihr euch das auf der Tastatur mal anschaut, dann liegt H, J, K und L nebeneinander. Dementsprechend ist das nicht sonderlich schwer zu merken. H geht nach links, na gut, ist von den vier Tasten das, nach was nach links geht. L ist das, was nach rechts geht. Ist relativ simpel zu merken. Das Einzige, was ihr euch jetzt eigentlich merken müsst, ist J und K. Nach unten und nach oben. Ja, das ist eigentlich alles. Und damit habt ihr die vier Buchstaben. H und L ist logisch, rechts und links. Oder links und rechts, besser gesagt. Und unten und oben. Das K ist oben, das J ist unten. Könnt ihr euch relativ simpel merken. Ist auch auf der Tastatur relativ leicht zu merken. Und zu bewegen. Das große G bewirkt, dass der Cursor, wo er jetzt gesetzt ist, automatisch ans Ende der aktuellen Datei gesendet wird. Also immer an den ganz letzten Schluss. GG, diesmal klein geschrieben, ist der Anfang der Datei. Das große H wiederum ist der Anfang des Bildschirmrands. Also der Ausschnitt, den ihr jetzt gerade seht, dann schwuppt das dorthin, wups, wo ihr jetzt gerade oben dazu sagen würdet. Das ist ganz praktisch, der Befehl. Ist manchmal zum schnellen Hin- und Herbearbeiten auch ganz toll. Minus H und minus L liegt ja auch wieder nebeneinander, daher, oder ne, rechts und links, so merke ich mir das immer, nebeneinander, in Anführungsstrichen. Bewegt den Cursor an den unteren Bildschirmrand. Hier auch wieder VI-Dokument öffnen, mit vielen Zeilen drin, ausprobieren. Punkt aus Ende. Das ist das, ja, wie immer, so lernt man's. Einfügen, löschen und kopieren. Auch hier, ihr seht schon, wir haben jede Menge weitere Buchstaben, die wir lernen müssen. Auch hier, probieren, arbeitet damit, dann seht ihr, ist gar nicht so schwer. Y kopiert den Inhalt der aktuellen Zeile. Also kurz gesagt, die ganze Zeile wird bildlich gesprochen markiert und kopiert. So. Bei P fügen wir diesen Inhalt, den wir gerade in die Zwischenablage geschmissen haben, unterhalb einer aktuellen Zeile ein. Und ein großes P macht es oberhalb. Das ist recht einfach zu merken. Kleines P klein macht unten, ja, kleines unten, unterhalb, und großes P ist großes oben, ja, oben, oberhalb. Also großes P ist oben, kleines P ist unten. Ja, wenn ihr die zwei P's nebeneinander stellt, eines oben, eines unten. So. DD, da ein bisschen vorsichtig machen, löscht die komplette Zeile von Anfang bis Ende. Und dabei ist es auch egal, wo der Cursor ist. Und bei Groß D, da ist es wichtig, wo der Cursor ist. Da löscht nämlich von dem Punkt, wo der Cursor ist, nach ganz hinten bis zum Schluss. CC schneidet die Zeile komplett aus und wechselt danach in den Einfügemodus. Es ist übrigens selbstverständlich, nicht, dass wir jetzt für die ganzen Befehle im Kommandomodus sein müssen. Ich denke, das ist aber selbsterklärend, glaube ich. Weil wenn ich im Einfügemodus DD schreibe, dann löscht er natürlich nicht die Zeile, sondern schreibt mir zwei Ds rein. Ich denke, das ist aber selbsterklärend.
CC schneidet die komplette Zeile aus, wie gesagt, und wechselt in den Einfügemodus. Ist immer dann praktisch, wenn ich, also ich nutze sowas wirklich, wenn ich jetzt in einer Config-Datei arbeite, dann habe ich manchmal eine Zeile dastehen, die standardmäßig so ist. Die mache ich dann CC, damit wird die in eine Zwischenablage geschmissen und dann schreibe ich meine Config, so wie ich das will, und speichere den ganzen Spaß, probiere das aus. Und wenn das klappt, dann ist gut, wenn nicht klappt, dann kann ich das ganze Ding einfach wieder einfügen. Haben wir ja oben schon gelegt, ne? Mit P oder Groß P, je nachdem, wo ich sie hinhaben will. Und gut ist. Damit kann ich das relativ leicht machen. Und dadurch, dass automatisch ein Einfügemodus schreibt, brauche ich nur CC und kann sofort lostippen. Geniale Geschichte. Finde ich eine coole Sache. Wie gesagt, arbeite damit ein bisschen. Das bürgert sich irgendwann ein. Ein großes C schneidet von der Cursorposition bis zum Ende der Zeile alles aus und wechselt dort dann in den Einfügemodus. Ist dann praktisch, wenn ihr nur einen Teil ersetzen wollt, ist eigentlich selbsterklärend. So, das Auffinden von Text. Das Auffinden von Text, also kurz gesagt das Suchen, ne, der Suchmodus, das generiert eine neue Zeile, ein O, ja, generiert eine neue Zeile unterhalb von deinem aktuellen Cursor und wechselt in den Eingabemodus. Ein großes O macht das gleiche oberhalb und wechselt in den Eingabemodus. Und mit dem Suchen, da haben wir hier zum Beispiel, wenn ihr einfach nur Slash schreibt, dann seid ihr automatisch in diesem Suchmodus und dann gebt ihr ein, was ihr suchen wollt, zum Beispiel in dem Fall Hallo. Und jetzt sucht er den ganzen Spaß nach der Zeichenkette Hallo durch. Also alles, was da dort steht. So, wenn ihr einmal gesucht habt, dann könnt ihr einfach mit einem erneuten Slash einfach weitersuchen. Also einfach wieder Slash reintippen und gut, jetzt braucht er nicht jedes Mal Hallo schreiben. Dann sucht er nach dem nächsten Hallo und so weiter und so fort. Wenn ihr jetzt aus Versehen mal eins übersprungen habt, wollt ihr doch das vorletzte oder das letzte haben und nicht das, was jetzt gerade angezeigt wird, dann könnt ihr wieder mit Fragezeichen die Suche rückwärts durchführen. Dann wird das Dokument von unten nach oben durchgegangen oder von der Cursorposition nach oben. Standardmäßig nach unten und mit Fragezeichen nach oben. Ja, suchen mit Slash und Fragezeichen. Wie gesagt, O ist jetzt das Einfügen von Zeilen. Gut, ob das jetzt zum Auffinden von Text gehört, das ist jetzt fraglich, aber mit O, gut, könnt ihr nochmal Text aussuchen. Oder einfügen, beziehungsweise Zeilen einfügen und wechselt automatisch in Einfügemodus. Und ist dann praktisch, ihr habt irgendwo eine Config-Datei, da ist keine Zeile frei, dann wollt ihr irgendwas machen, na, dann drückt ihr halt O, je nachdem, ob ihr unterhalb oder oberhalb machen wollt, groß oder kleines O. Und dann wird eine automatisch eine neue leere Zeile gemacht und dann könnt ihr sofort losschreiben. Auch eine schöne Geschichte. Muss man sich dann selber dran gewöhnen, was man möchte. Nützliches. Ja, nützliches, glaube ich, das alles von dem VI, aber hier haben wir mal ein bisschen was mit Doppelpunkt Pipe. Ermöglicht ein Shell-Kommando direkt aus dem VI heraus rauszumachen. Das ist dann ganz praktisch, wenn ihr nicht jedes Mal euren VI beenden wollt. Zum Beispiel wie in meinem Beispiel, wo ich das gesagt habe, ich schreibe dann meine eigene Config da rein. Und dann könnt ihr das Kommando nämlich direkt aus VI rauskopieren, ohne dass ihr dann VI erst wieder zumacht oder minimiert oder eine andere Shell öffnet oder sonst irgendwas. Einfach Doppelpunkt Pipe und dann das Kommando, was ihr ausführen wollt. Damit könnt ihr es ja testen. Und wenn das funktioniert, seid ihr ja automatisch wieder im VI drin. Schöne Geschichte. Ob man es jetzt jeden Tag verwendet, ist fraglich, aber egal. Hier sehen wir auch mal ein bisschen was. Wenn wir Befehle automatisch wiederholen lassen wollen. Ich habe jetzt hier was mit 21DD, 11YY, 44CC, 5K und so weiter und so fort. Was es macht, steigt eigentlich auch mal alles drunter. 21DD bedeutet, wir machen 21 mal den DD-Befehl. Und der erste DD-Befehl löscht die aktuelle Zeile. Und dann wird er ja noch 20 Mal ausgeführt. Das heißt, noch 20 Mal wird dann die Zeile gelöscht. Bei, hier haben wir auch nochmal was. YY hat ja eine Zeile in die Zwischenablage kopiert. In dem Fall 11 Mal, weil wir die 11 davor geschrieben haben. 44CC ist auch ganz praktisch. Werden die aktuelle Zeile und 43 folgende Zeilen ausgeschnitten. 5K, das ist gerade zum Navigieren, ist das praktisch, wenn ihr seht, okay, ihr wollt 5 Zeilen höher zum Beispiel. Ne, in dem Fall mit K. Dann macht ihr einfach, drückt ihr einfach 5K und blub, geht der Cursor 5 Zeilen höher. Als Beispiel. Ist zum Navigieren manchmal ganz praktisch. Ihr könnt da natürlich auch, keine Ahnung, 500K schreiben, wenn ihr jetzt in irgendeiner Datei seid und wollt irgendwie mal wissen, was da oben noch stand. Geht das natürlich auch mit. Also einfach die Zahl eingeben und dann den jeweiligen Befehl. Dann lassen sich Befehle automatisch wiederholen von dem VI. Ist eine nützliche Funktion. Muss ich allerdings sagen, außer zum Navigieren habe ich es bis jetzt noch nicht öfters verwendet. Also jetzt, dass ich wirklich damit Zeilen lösche. Ich muss gestehen, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich saß dann wirklich da und habe dann DD, 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 DD. So habe ich es gemacht. Ist dämlich, aber bisher habe ich es so gemacht. Könnte man sich leichter machen, wenn man sich einfach die Zeilen durchzählt und gut ist. Die Befehlszeilen für VI. Wenn man jetzt zum Beispiel standardmäßig mit dem Cursor auf Zeile 65 starten will, so wie in dem Beispiel Nummer 1, dann schreibt man VI, dann die Dateinamen, den ich öffnen möchte, und dann einfach plus 65.
und schwupp bin ich auf der Zeile 65 von der Datei. Ganz praktisch, wenn ich genau weiß, ich muss zum Beispiel Zeile 65 editieren, weil da steht in irgendeiner Config-Datei genau das, was ich brauche, dann kann ich das gleich so öffnen, dann kann ich sofort losschreiben und bin in der richtigen Zeile. Ob man es oft braucht, weiß ich nicht, aber es funktioniert. So, jetzt habe ich hier mal ganz frech nochmal eigene Werbung gemacht. Ist das nicht total toll, hä? Öffnet Datei 1 und setzt den Cursor an die Zeile, an der YouTube Takiri vorkommt. Ich glaube, noch sehr viel billiger kann man überhaupt keine Werbung für sich selbst machen, oder? Das kommt, das müsst ihr mal loben. Aber VI-Datei plus und dann gibt man halt Slash ein, also plus Slash, sucht dann nach dem jeweiligen ganzen Ausdruck, den ich da stehen habe, nach diesem ganzen Bereich. Und ja, da wird der Cursor dann hingesetzt. So, unten habe ich nochmal einen Hinweis aufgeschrieben. VI und dessen Kommandos und Kürzel solltet ihr im Schlaf beherrschen. Das ist leider wirklich so. Die Prüfung stellt hier oft schwierige Fragen. Schwierige Fragen in Form von, du möchtest 4 Zeilen weiter hoch und 2 Zeilen weiter nach links. Und dort möchtest du bis ans Zeilenende löschen. Danach möchtest du an den Einfügemodus wechseln. Welche der folgenden Antworten ist richtig? Und dann stehen da 5 Möglichkeiten und ihr müsst halt dann wissen, was macht was. Solche Geschichten. Und da solltet ihr schon, wie gesagt, mit VI einfach arbeiten. Vielleicht gewöhnt ihr euch einfach an, bis zum Ende des Kurses einfach mit VI zu arbeiten. Wenn ihr es vorher noch nicht gemacht habt, wenn ihr schon gemacht habt, seid ihr eh vermutlich schon voll drin. Aber wenn noch nicht, dann arbeitet mit dem VI. Er ist für LPIC leider sehr interessant, aber muss ja nicht zwingend euer Favorit werden. Aber für die Prüfung werden halt Fragen gestellt. Es gibt natürlich noch neben VI noch weitere zahlreiche Editoren. Da gibt es so viele unzählige. Mal nur, damit wir mal ein paar genannt haben. Emacs zum Beispiel, wobei Emacs nicht nur ein Editor ist, das ist ein wahnsinnig, ich habe es hier unten auch hingeschrieben, oft falsch als eigenes Betriebssystem im Betriebssystem bezeichnet. Es ist wirklich so, also das Ding hat so viele Funktionen. Er bietet zahlreiche Funktionen, zum Beispiel einen eigenen Webbrowser und sogar einen eigenen E-Mail-Client. Also weit über einen billigen Editor von ein bisschen Text hinaus. Muss man mögen, der hat auch eine schöne Oberfläche, wenn man nur Emacs so installiert. Ein Tipp von mir, falls ihr Emacs bei euch installieren wollt und ihr habt keine grafische Oberfläche, weil ihr zum Beispiel einen Server betreibt, macht Emacs-NoX, also NOX. Damit wird nämlich kein X-Server und der ganze grafische Krimskrams mit installiert, weil sonst schmeißt er euch komplett bei der Installation eine grafische Oberfläche mit aufs System. Und das ist halt wirklich das, was man überhaupt nicht auf einem Server braucht im Normalfall. Wie gesagt, mein Favorit selber ist Nano, weil Nano ist das Geile, da sind alle Funktionen, die gebraucht werden, die stehen einfach alle unten dort. Ja, das ist einfach, drücke Steuern X zum Speichern oder zum Beenden, Steuern O zum Speichern und so ein Spaß. Der steht alles im Klartext unten dort. Noch einfacher geht's nicht. Bei VI muss man es wissen, bei Nano muss man es lesen können. Prüfungsrelevant sind Nano und Emacs nicht. Ich wollte sie jetzt hier nochmal mit aufführen, damit man weiß, es gibt noch mehr. Ja, also es gibt nicht nur den VI. Der VI hat allerdings den Vorteil, dass er nahezu auf jedem System verfügbar ist. Also VI ist eigentlich heutzutage die Standardinstallation und dementsprechend solltet ihr mal zum Beispiel zum Kunden gehen. Nun gut, der Kunde, der wird euch vermutlich einen Hals umdrehen, wenn ihr dort erstmal Emacs in voller Größe installiert. Das ist einfach so. Braucht der nicht. Nur damit ihr eine Datei installiert habt, macht er da eine grafische Oberfläche drauf. Das wäre nicht sonderlich clever. Ja, deswegen müsst ihr mit VI arbeiten können, das sollte eigentlich überall laufen. Und für die Prüfung ist das sowieso relevant. Den Standard-Editor übrigens von eurem System kann man selbstverständlich auch noch umschalten, da gibt es unterschiedliche Methoden. Der Standard-Editor kann im Normalfall mit dem Befehl updateAlternative --config-editor geändert werden. Allerdings muss man hier gleich was dazu sagen, es kommt hier auf die Distribution drauf an, die ihr verwendet und auch auf das Alter der Distribution. Je nachdem, was ihr verwendet, kann sein, dass der Befehl funktioniert, dann ist es klasse, kann auch sein, dass er überhaupt nicht funktioniert. Je nachdem, probieren, dann seht ihr, ob es geht. Der normale User kann grundsätzlich diesen Befehl sowieso nicht ausführen. Der User hat aber die Möglichkeit, über diese Befehle, die da unten geschrieben werden, kann er einfach in seine bashrc, die Zeilen eintragen, nachdem er möchte. Editor ist gleich, oder haben wir hier User bin Vim in dem Fall. Das ist ja wie gesagt der Nachfolger von VI oder der angepasste VI, wo auch Cursor-Tasten und sowas funktionieren. Da kann er doch dann Nano schreiben oder Emacs oder sonst irgendjemanden. Dann haben wir Export-Titel. Also wir haben jetzt schon gelernt, was das hier ist. Ne? Eigentlich muss ich es nicht erzählen, aber wir legen hier eine Variable an. Die nennen wir Editor mit Großbuchstaben. Wir machen also eine Umgebungsvariable, dass sie überall verfügbar ist. Mit Export exportieren wir die Variable. Wir haben auch schon gelernt, wir könnten beides in einem Befehl machen, indem wir das Export vor die erste Zeile schreiben. Ja, wir erinnern uns, das ist alles Prüfungsstoff. Deswegen sollte jeder sagen, ja, weiß ich.
Und danach legen wir einen Alias an mit dem kleinen Wort Editor. Und Editor gibt dann automatisch diesen variablen Inhalt, in dem Fall User, also startet in dem Fall User bin Vim. In diesem Fall, mit diesem Beispiel. Ja, ihr könnt auch Nano schreiben und Emacs oder was auch immer. Wenn man jetzt den Befehl Editor einschreibt, einfach nur in der Konsole, dann wird dann halt automatisch sein Wunsch-Editor geschrieben. Das ist jetzt ein Beispiel. Ihr könnt den natürlich auch nennen, wie ihr das wollt. Wir legen also einen Editor an, machen diese Variable überall verfügbar und machen dann einen Alias mit der verfügbar gemachten Variable. Ja, ist eine Methode, wie das auch der User umändern kann, ohne dass er, ja, ohne dass er jetzt Root fragen muss oder sonst was, weil damit kann er seinen Wunsch-Editor immer mit dem Befehl Editor aufrufen. Gut, soll genügen für heute. Ich denke, wir haben genügend darüber gesprochen. Nochmal der Tipp, VI einfach von jetzt an, wenn ihr es nicht sowieso schon standardmäßig macht, einfach bis zum Ende der Playlist verwenden. Dann habt ihr genügend damit gearbeitet, genügend editiert, genügend rumgespielt. Dann sollte das auch locker im Kopf sitzen. VI einfach verwenden. Das ist einfach so. Schaut euch die Sachen nochmal an. Das sitzt nicht alles am ersten Tag, aber gerade das Hin- und Herbewegen mit den HJKL-Tasten zweimal machen, das ist ganz einfach. Man muss es nur machen und gut ist. Ja, auf der Tastatur anschauen und gut. Da ist eigentlich kein großes Problem. Da habe ich mit den regulären Ausdrücken deutlich mehr Probleme gehabt. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, VI ist für euch jetzt alle der Standard-Editor Nummer 1. Wenn nicht, hier steht es gerade auch auf dem Monitor, wie es funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.